In Skopje und dem Rest von Nordmazedonien steht am Sonntag die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen an. In der ersten Runde lagen die regierenden Sozialdemokraten um Stivo Penderovski mit 0,7% knapp vorn, vor Gordana Zijanowska-Davkova, die von der nationalistischen Oppositionspartei unterstützt wird. Na, ich denke, dass sich im zweiten Wahlgang nicht viel ändern wird. Ich erwarte, dass wir uns weiter in Richtung EU und eines Beitritts bewegen und dass sich die Dinge ändern. EU future and I expect that things will change. Penderovski hier beim Urnengang in Runde 1 steht hinter der Umbenennung des Landes in Nordmazedonien. Die nationalistische Opposition lehnt die Umbenennung ab. Es besteht die Gefahr, dass nicht genug Menschen wählen gehen. In der ersten Runde waren es rund 42% der Wahlberechtigten. Das ist sehr wenig. Aber der Enthusiasmus, der vor Runde 2 auf beiden Seiten spürbar ist, könnte auch die Wahlbeteiligung in die Höhe treiben. Liegt die unter 40%, muss der Wahlgang wiederholt werden. Griechenland und das damalige Mazedonien, hier Archivbilder, hatten im vergangenen Jahr eine Vereinbarung unterzeichnet, die zur Beilegung des jahrzehntealten Namensstreits führte. Griechenlands nördlicher Nachbar heißt nun Nordmazedonien.